Mit einer Veranstaltung des bekannten Mundart-Kabarettisten Christoph Sonntag in der Reutlinger Stadthalle sind gestern die 40. Mundartwochen vor vollbesetzten Rängen eröffnet worden. Die Mundartwochen finden schon zu Beginn regen Zuspruch. So sind die Veranstaltungen mit Dui Dor und de Sel sowie Wort und Wein bereits ausverkauft. Entfallen muss der Auftritt des erkrankten Ulrich Kienzle. Die 40. Reutlinger Mundartwochen dauern noch bis zum 21. März.